Willkommen zurück zu einem weiteren Guide für ein Testnet. Diesmal schauen wir uns Taiko an. Ich habe leider das Ganze schon mal aufgenommen, da ist meine Audio abgekackt. Dementsprechend komplettes Chaos. Deswegen kann ich jetzt ein paar Schritte, die ich hier heute vormachen werde, nicht genau zeigen, weil die eben einfach schon eingepflegt sind. Aber das Erste, was ihr machen müsst, ist zwei Netzwerke zu eurer MetaMask hinzufügen. Einmal das HostKey-Testnet und einmal das Cutler-Testnet. Das ist relativ selbsterklärend. Ihr drückt hier drauf. Dann öffnet sich dieses Fenster, dann verwendet ihr eure MetaMask hier oben und dann geht ihr auf Add to MetaMask, also relativ simpel. Das Problem ist, ich habe das Ganze schon hier drinnen, ne? Also wenn ich hier runter scrolle, ich habe das Holski und das Taiko schon hier drinnen. Das gleiche macht ihr dann bitte auch nochmal mit dem Cutler-Testnet, verbinden hier Add to MetaMask, dann sollte es so aussehen, dass ihr hier beide habt. Als nächstes kümmern wir uns um Testnet-Tokens, damit wir auf dem Testnet überhaupt interagieren können. Dafür gehen wir erstmal auf das HostKey-Network, weil da brauchen wir erstmal die Coins. Dann gehen wir auf den Faucet. Alle Links, die wir hier nutzen, packe ich dir in die Beschreibung. Hier gehen wir auf das erste einfach drauf und hier können wir jetzt unsere Adresse einfügen. Ich bin kein Roboter drücken und dann meinen die für uns Ethereum auf diesem Testnet. Das können wir hochlaufen lassen bis ungefähr 0,5 und wenn ihr 0,5 Ethereum habt, dann sollte das passen. Ihr seht, ich habe hier noch 0, ja, ich sage mal so, ich habe 0,38 verbraucht, das heißt 0,5 werden ungefähr reichen dafür. Wenn ihr dann eben so viel gemeint habt, dass es reicht, also hier, ich zeige euch nochmal, kopieren, ich bin kein Roboter, fügt die Adresse ein, Start Mining, dann meint ihr das, dann könnt ihr auf Stop Mining gehen und dann bekommt ihr das im Endeffekt gut geschrieben, je nachdem, wie lange ihr das laufen lässt. Ich lasse das Ganze mal hier, das ist wie gesagt selbsterklärend, wenn es Probleme geben sollte, Kommentar schreiben, Telegram. Oder auch gerne in Discord kommen. Sobald wir dann genug Tokens hier haben, gehen wir hier auf die Taiko Bridge. Hier müssen wir dann erstmal schauen, dass wir auf dem richtigen Netzwerk sind, und zwar das HostKey, aber das sollte nach dem Faucet immer noch drinne sein. Dann gehen wir hier erstmal aufs Faucet, holen uns dann eben die Host Tokens und dann steht hier, ich habe die schon geholt. Wie gesagt, ich habe das Video gerade schon aufgenommen. Dann holt ihr euch diese Host Token, das heißt, ihr habt Ethereum und die Host-Token auf eurer MetaMask. Das Problem ist, wenn ihr hier die MetaMask öffnet, seht ihr hier den Host-Token nicht. Woran liegt das? Wir müssen diesen Contract erst hinzufügen. Dafür geht ihr auf den nächsten Link, den ich euch in die Beschreibung gepackt habe. Kopiert euch den Contract hier unten, kopiert euch den raus, geht auf die MetaMask, geht auf hier Import Tokens, dann könnt ihr den hier einfügen. Und weil ich das eben schon gemacht habe, kann ich es nicht nochmal machen. Deswegen, so funktioniert das, könnt ihr einfügen, zack, dann kommt es, geht ihr auf Next. Und dann wird der hier unten angezeigt. Das gleiche könnt ihr auch direkt noch machen für die andere Chain. Und zwar geht ihr dann auf die Cutler-Chain, weil da sendet ihr wahrscheinlich dann gleich die Host-Tokens hin. Oh, Überraschung, wer hätte es gedacht? Das heißt, hier den Contract kopieren, ebenfalls die MetaMask öffnen, hier auf Import-Tokens gehen und dann habt ihr auch diese Tokens. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal hier auf dem HostKey-Netzwerk bleiben. Aber so könnt ihr beide Tokens auf beiden Chains hinzufügen. Sobald ihr das haben, gehen wir hier auf die Bridge. Und dann bridgen wir im Endeffekt erstmal etwas Ethereum rüber. An eurer Stelle, ihr habt jetzt 0,5 Ethereum, macht ihr 0,4. Ich, um einfach euch nochmal zu zeigen, mache ich 0,0, ja, 0,03. Gehe ich hier auf Bridge, dann öffne die Transaktion. Hier gehen wir auf Confirm. Zack. Und jetzt wird diese Transaktion im Endeffekt durchgeführt. Und dann werden die Tokens, also die Ethereum, von dem Holski-Testnet zugeschickt aufs Cutler-Testnet. Um die Transaktion zu beobachten, gehen wir hier auf Transactions. Hier müssen wir jetzt warten, bis diese nicht mehr Processing ist, sondern bis hier Claim steht. Und dann ganz wichtig für euch, es kann hier einige Minuten dauern, bis ihr dann die Tokens angezeigt bekommt auf der Talco-Chain, also auf dem nächsten Testnet. Und zwar eben dann hier. Woran liegt das Ganze? Ihr habt noch keine aktiven Ethereum hier auf der Wallet. Dementsprechend kann es eben etwas dauern, bis die rüber sind. Aber hier steht das Claim. Wenn ihr noch keine Ethereum auf der Cutler-Chain habt, könnt ihr die nicht claimen. Das heißt, ihr müsst, wie gesagt, 2, 3 Minuten warten. Sollte relativ schnell gehen. Und dann könnt ihr weitermachen mit dem Tutorial hier. Ich gehe jetzt einfach mal auf Claim, weil das ist das zweite Mal. Theoretisch müsste ich das jetzt claimen können. Zack, ja, das funktioniert. Und dann haben wir hier, sage ich mal, den Part schon erledigt und können dann in den nächsten Schritt gehen. Dafür gehen wir hier oben auf Swap, ebenfalls in der Beschreibung. Hier versuchen wir jetzt so viele Tokens zu swappen wie möglich. Leute, es ist noch relativ Anfangsstadium, das heißt, viele Swaps werden vielleicht nicht funktionieren, aber ihr könnt zum Beispiel mal Horse traden. Das heißt, ihr geht hier hin, tradet so viel ihr wollt, so viel ihr Spaß habt, einfach bis hier in diese Coins rum, gehen wir auf 0,5 Ethereum. Traden die dann im Endeffekt gegen Horse, kriegen wir 205 Stück, gehen wir auf Confirm,
öffnet sich eine Transaktion, gehen wir auf Confirm. Das heißt, Testnet, es kostet hier gar nichts. Das heißt, ihr könnt einfach approven, wie ihr wollt. Und wenn ihr neue Coins braucht, geht ihr einfach auf das Faucet, holt euch mehr, dann ist es richtig, richtig easy. So, wenn wir das gemacht haben, wir haben hier so viel geswappt, wie wir Lust hatten, dann können wir hier oben auf Pools gehen und machen hier New Position. Dann nehmen wir Ethereum zum Beispiel und Horse. Dann gehen wir hier runter, können auswählen, welche Parameter wir auswählen. Zum Beispiel hier das hier 0,1. Dann gehen wir auf Full Range, ist relativ egal, weil wir eben sowieso hier im Testnet sind. Dann gehen wir weiter runter, wählen aus, wie viel Ethereum maximal wir nehmen wollen. Balance 50, mache ich mal das hier. Also wie gesagt, ihr müsst beide Assets adden. Das heißt, wenn ihr nicht so viel Horse habt, nehmt ihr aber das, was am Start ist. Was ich gerade sehe, ich habe oben noch eine Transaktion pending. Das heißt, die muss ich auch noch abwarten, bis ich dann da weitermachen kann. Was ich jetzt auch angezeigt bekomme, ist, dass der Swap also fehlgeschlagen ist. Das kann immer mal passieren. Wie gesagt, ist ein relativ neues Testnet. Versucht einfach so viel wie möglich hier oben zu swappen. Manches geht nicht. Jetzt gehen wir hin, gehen auf Horse, machen hier den Pool auf. Approve Horse, das ist eine zweifache Transaktion. Hier gehen wir erstmal auf Next, approven. Das Spending von den Horse Tokens. Sobald das durch ist, können wir dann den Pool eröffnen und dann müsste ich hier zwei Pools offen haben. Wie gesagt, im ersten Video habe ich den ersten gemacht, jetzt im zweiten Video zweite, dementsprechend zwei Pools. So, die Horse wurden approved. Jetzt kann ich hier auf Preview gehen und auf Add gehen und damit füge ich dann im Endeffekt meine Liquidity dem Pool zu oder beziehungsweise kreiere einen eigenen Pool. Die Transaktion kann ich jetzt schließen. Jetzt muss ich, wie gesagt, nur warten, bis die durch ist. Und dann habe ich, sage ich mal, alles erledigt, was hier relativ interessant ist. Was ihr dann noch machen könnt, ist, sobald hier vielleicht ein bisschen mehr am Start ist, wie gesagt, ist noch alles relativ Early Stage, könnt ihr diese Ecosystem, die Apps, also im Endeffekt die ganzen Applikationen, dezentralen Applikationen von diesem Ecosystem ausprobieren, bisschen eure Zeit verbringen, wenn ihr Bock habt. Ich habe jetzt erstmal hier relativ wenig Zeit, dementsprechend mache ich das nicht. Aber wie gesagt, klickt euch hier durch, kann man hier drauf gehen, kann man die App launchen und kann hier vielleicht auch was mit den Tested-Tokens machen. Gerne abchecken, ich meine, wenn die Zeit da ist. Ich werde das wahrscheinlich auch mal in einer ruhigen Sekunde machen, aber jetzt gerade zu wenig Zeit. Die Liquidity wurde hinzugefügt, das heißt, ich habe zwei Pools hier jetzt offen. Das funktioniert relativ gut. Mit den Pools, naja, mit den Swaps haben wir noch ein bisschen Probleme. Aber wie gesagt, macht da einfach, was ihr könnt. Als nächstes, was ich ziemlich geil finde, wo ich mich fast wie so ein kleiner Programmierer fühle, ist, wenn wir hier diesen Tweet öffnen und hier diese NFTs minten. Das heißt, wir gehen hier auf diesen Link, dann gehen wir auf Contract, dann gehen wir auf Write Contract und dann gehen wir auf Connect to Web 3. Jetzt gehen wir auf Bestätigen, gehen hier auf Wallet Connect, gehen hier auf MetaMask, bestätigen das Ganze. Jetzt wurden wir automatisch wieder in das andere Netzwerk reingeworfen. Gehen hier auf Mint, gehen hier dann 0 ein und jetzt können wir auswählen, wie viele NFTs wir hier minten wollen. Nehmen wir zum Beispiel 2, gehen auf Write. Jetzt haben wir wieder eine Transaktion, die bestätigen wir und jetzt minten wir im Endeffekt kostenlose NFTs. Jetzt gehen wir auf View Your Transaction und das ist jetzt relativ wichtig. Wir müssen jetzt hier warten, bis diese durch sind und wir dann eben die NFTs haben, denn diese müssen wir ebenfalls, wenn wir hier auf die Tiger Bridge zurückgehen, und zwar oben auf NFT drücken, dann können wir hier NFTs rüberschicken. Natürlich müssen wir erst wieder auf Bridge. Dann können wir auf NFT gehen. Holski to Cutler. Gehen wir hier auf Add Manually. Dann öffnen wir wieder die Transaktion. Copy Address. Gehen wir hier wieder zurück. Fügen das ein. Address Valid. Perfekt. Und jetzt müssen wir die Token-ID eingeben von diesen NFTs. Dafür gehen wir hier zurück und mittlerweile sind die auch gemintet. Und ich habe jetzt 56485. Das heißt, das kopieren wir mal kurz. Kopieren. Gehen hier wieder zurück. Einfügen. Continue. Und jetzt können wir dieses NFT rüberschicken auf die Cutler-Chain. Ist eine relativ unique Sache. Ich glaube, nicht so viele werden das tun, auch wenn hier schon 56.000 NFTs gemintet sind. Aber wahrscheinlich ballern da einfach welche durch, um zu gucken, wie das läuft. Aber das könnt ihr ebenfalls machen, um hier am Testnet teilzunehmen. Das heißt, bridget eure Tokens oder eure NFTs rüber zum Taiko Layer 2 Netzwerk. Nutzt dann dort die Funktionen, um eben Swaps durchzuziehen und Pools zu befüllen mit Liquidity. Wie gesagt, mir wird jetzt hier nichts mehr angezeigt, weil ich wieder im falschen Netzwerk bin. Jetzt bin ich wieder im richtigen. Das heißt, hier werden die Liquidities angezeigt. Hier könnt ihr swappen. Und das Coole ist dann noch, hier Ökosystem erkunden, da vielleicht ein paar Apps ausprobieren und dann diese NFTs ebenfalls noch bridgen. Relativ coole Sache. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Probleme haben solltet. Dann joint gerne dem Telegram oder den Discord oder schreibt einfach einen Kommentar. Dann hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Lasst mir ein Like und auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal.